bedingungslosen Grundeinkommen nur sagen, ich sag mal so, wenn wir Milliarden ausgeben können für einen Flughafen in Berlin, der nicht funktioniert, dann denke ich, dass genug Geld da ist für das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist, also, wir haben genug Geld für in Berlin einen Flughafen hinzustellen, der nicht funktioniert. Und da kann mir keiner sagen, dass nicht genug Geld da ist für das bedingungslose Grundeinkommen. Die andere Sache, auf die ich noch hinweisen wollte, ist, dass auch, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel ehrliche Medien und ähnliche Sachen, dass da auch im Fernsehen ziemlich viel Mist ist. Und es gibt ein Magazin, das sich genau mit diesen Sachen beschäftigt. Das Magazin heißt Fernsehkritik TV und das stellt auf sehr schöne Weise dar, wo, also was für Mist im Fernsehen da läuft. Zum Beispiel, vor allen Dingen, was oft ein Thema ist, ist RTL, wo ziemlich viel Scheiße passiert. Es gibt sogar Hinweise, dass für die Sendung Super Nanny ein Hund vergiftet wurde. Und zum Beispiel so Sachen, also Fernsehkritik TV ist wirklich ein sehr gutes Magazin, was das schön darstellt, was, also wo ziemlich viel Mist im Fernsehen ist. Ich gebe euch einen Tipp, schaut euch das mal an. Die ganze richtig reindrehen. Da habt ihr auch immer sehr gut Informationen. Darf ich? Wie heißt der Magazin? Da ist das Gewinde. So. Vielen Dank für den spontanen Beitrag. Sehr interessant. Fernsehkritik TV. Fernsehkritik TV. Soll ich was vielleicht mal sagen? Mein Schuh?